So. Nun, dann seid ihr ausgestiegen. Oh, Backe, da kommen aber Armeen an. Das glaubst du ja kaum. Ich verkriech mich einfach mal hinter, in der Hoffnung, das wird was. Dann könnten wir uns so langsam aber sicher einen nach dem anderen vornehmen. Der müsste auf der anderen Seite schon fast wieder rausgekommen sein. Dicker Onkel ist da. Okay, wir haben hier Bewegung. Na, ich sehe nicht, wo du bist. Wenn du dich auch immer versteckst, dann ist es gemein. So, Tarn muss wieder aktivieren. Na, oh, die sagt das so schön. Tarnfeld aktiviert. Ich würde ihn ja so gerne hören. So, wo ist der denn? Da ist er, habe ich dich doch. So, er kommt. Vorsichtig. War natürlich wieder nichts. So. Und jetzt hoffentlich hier von oben kein Ärger bekommen. Ich würde mal vermuten, da haben sie auch keine Lust, Flugzeuge oder sowas loszuschicken, weil die dann bestimmt gleich ausgeknipst werden. So, da haben wir noch ein paar. Den könnten wir doch gerade mal von hier aus, oder? Passt das? Ja, passt gut. Dann den Typen auf dem Auto noch. Ne, Mensch. Verkriech dich da doch nicht so, das ist doch echt gemein. So, das könnte schon der dicke Typ gewesen sein. Mal kurz von der anderen Seite gucken. Oh ja. Das ist der Grund, warum ich mich mit dem nicht so gern anlegen möchte, weil der einfach mal ein paar hundert Schuss losfeuert, in der Hoffnung, irgendeiner trifft, und meistens hat er da gar nicht so Unrecht. Verdammt, da ist er noch so ein mieser Typ. Lass mich doch mal in Ruhe, ich will hinter meine Schaufel. Was? Ich wusste gar nicht, dass es zwei sind von diesen. Wahrscheinlich sind das noch mehr. Ach du heiliger Kanarienvogel, du. Passt zu diesem Ambiente auch sehr gut. Also das ist mal ein dicker Tank. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn überhaupt plätten können. Wenn nicht, wäre das natürlich ganz schön mies. Und ganz schön mies ist auch, wenn er uns jetzt hier sieht. Ich hoffe, der tut das nicht. Nein, tut das nicht. Ach, ich weiß gar nicht, was für eine Sprache der spricht, aber Deutsch ist das nicht. So, dann haben wir noch den da. Und dann schnell wieder hinter unsere coole Schaufel. Bevor diese. Und ich hoffe, der kommt auch nicht allzu nah her. Wo bist du? Das dazu. Also bislang haben die jede Strategie irgendwie zunichte gemacht. Vielleicht können wir dem einfach mal. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Wir können uns hier hinter verkriechen. Wahrscheinlich jage ich mich dann selbst in die Luft, ne? So, mal gucken. Nein. Na, verdammt. Die ist natürlich jetzt. Hat ihn das. Ach, ihn hat es nicht gekratzt. Sag mal, den kratzt aber auch echt gar nichts. Ach, so wollte ich das auch nicht. Ich wollte mich auf was decken. So, er ist da jetzt hinter, ne? Ich finde es ganz klasse. Verdammt. Also. So, direkt vor die Füße. Und ich habe mich selbst mit in die Luft gejagt. Aber ich glaube, das hat ihn gekümmert. Ach, und schon wieder. So, Haftladung mitnehmen. Wir haben wieder viel dazugelernt. Ihr Navigationssystem wurde aktualisiert. Holen Sie die Leute da raus,
Bin unterwegs, Major. Danke, Major. So, wir gehen also wie immer die gleiche Route entlang. Fahren mit dem gleichen Auto und nehmen eigentlich wahrscheinlich auch dieselbe Strategie, ne? Oder so eine ähnliche. Wieder rüber da. Nein, 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 nein. Also meine Fahrkünste mit diesen Humvees sind echt lassen zu wünschen übrig. So, also es sind zwei fette Typen mindestens. So. Wie probieren wir das denn nun? Also es war eigentlich ganz gut, ihn herzulocken. Das hat mir gut gefallen. Was mir auch gut gefällt, ist, wenn uns hier gar keiner sieht. Also die Schaufel war eine super Gegend. Da kann man bleiben. Aber mit Scharfschützengewehr oder sowas braucht man natürlich nicht anfangen bei dem Kerl. Der sagt dann, ach, wie langweilig. Wir hatten ja vorhin ein paar Mal auf ihn geschossen und da prallt es einfach so von ihm ab. So, da oben haben wir ihn. Wir könnten das eigentlich gerade mal so machen, dass wir so ein bisschen Aufmerksamkeit bewusst auf uns ziehen. So. Und dann schnell wieder weg. Vielleicht hat er das gemerkt und er kommt her. Das wäre zumindest ganz nett von ihm. Dann würde das, was ich jetzt wieder als Strategie entworfen habe, vielleicht auch funktionieren. Oder wir müssen eben versuchen, an denen vorbeizuschleichen, wenn das alles nichts hilft hier. Und die dann von oben irgendwie mit Raketen oder sowas zu befeuern, wäre auch eine Strategie, die man sich in der Hinterhand, behalten sollte. Aber so unerkannt wie möglich ist schon mal gar nicht verkehrt. Jetzt frag dich, wo wir denn eigentlich hinwollen. So, der dicke Typ ist, also einer ist da. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt unterschieden wird zwischen Lieb und... Ich nähere mich jetzt dem Steinbruch. Hier wimmelt es von Koreanern. Wollen Sie wirklich hier landen? Maximale Panzerung. Das ist unsere einzige Chance. Sichern Sie das Gebiet, dann schicke ich meine Vögel. Hehe. Witzbold. Oh, das wird, glaube ich, gar nichts. Wir haben nämlich erstens keine Deckung. Zweitens stehen da überall dicke Typen rum. Theoretisch... Wenn er da jetzt nicht... Achso, da hinten ist noch jemand. Dann mal hinlegen. Also theoretisch dürfte uns jetzt niemand sehen können. Gerade mal ausprobieren, ob das passt. So. Wieder hoch. Wo gehen wir jetzt lang? Vielleicht zu unserem Unterstand. Aber dann kriegen wir es mit ihm direkt zu tun. Also irgendwo so in die Gegend dahinter vielleicht. Es könnte aber verdammt eng werden. Der dicke Typ. Ach du Scheiße. Scheißendreck. Ja, komm nicht an mit Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ach shit. Uiuiui, das war aber ein. Da ist er schon, ich habe ihn gesehen. Man könnte sagen, das war ein. In letzter Millisekunde. Oh, Backe. So, ich hoffe, der... Oh, die haben sich jetzt gegenseitig kaputt gefahren. Ich würde gerne noch einen Moment warten, bis er dann vorbeigezogen ist. Nicht herkommen. Ja, ja, schon gut. Na toll. Ich glaube, wir müssen gleich ganz schön schnell laufen. Da war nichts. Probier das gerade mal. Hier ein bisschen rumzuschleichen. Vielleicht kommen wir ein bisschen weiter weg. Wo wir uns denn hier hinter können wir uns bestimmt verstecken. Boah, das ist so hinterhältig gemein. Maximale Panzerung. Ach, verdammt. Wir können uns hier hinter nicht verstecken. Jetzt hat der fette Typ uns, glaube ich, wieder gesehen, ne? Ich dachte schon, das wäre der Dicke.
nicht vorrücken und nicht herkommen. Ich habe so Angst. Habe ich das schon erwähnt? So, jetzt erst gucken, ob man uns übersehen kann. Ich glaube nicht. Dann können wir vielleicht bis auf die Treppe und dann ab ins Gebäude. Oder von mir aus auch da ins Gebäude. Je weiter weg von den Kerlen, desto besser. Und je länger wir überleben, desto besser fühle ich mich nachher, wenn ich dann die Aufnahme beende. Irgendwann mal. In einer Minute. Wir müssten, glaube ich, mal hinter einer Kiste Platz nehmen. Erst gucken. Ach, da ist der Typ. So, hinlegen. Und aus. Das sind echt voll die Supersoldaten. So, und dann die Treppe hoch. In Hoffnung, da steht niemand. Denn wenn, kriegen wir immer das Problem. Wir könnten die zwar entfernen, aber dann ziehen wir zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Ich fühle mich gerade so in etwa wie bei Call of Duty 4 in der Mission, in der man in den 80ern in Russland unterwegs ist und da auch total unentdeckt bleiben muss. Also da durchs Gras kriechen und so weiter. Das ist schon echt eine ganz, ganz tolle Sache. Na gut, oft versagt. Tja. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Also da hätten wir auch hochgehen können, je nachdem. So, ich hoffe, wir kommen hier überhaupt irgendwo hin. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hätte ich da nicht so das Problem mit. So. Der Berg fällt mal wieder zusammen, nichts Ungewöhnliches. So, da haben wir noch einen Normalo da hinten. Malo, den Normalo haben wir da noch. Und vielleicht können wir, das wäre doch mal ganz große Klasse, vielleicht können wir hier lautlos die Maschinengewehr-Heinis wegmachen. Das wäre so unglaublich toll. Also wir haben da links einen. Mir ist das zu viel dafür. Ja, das ist natürlich wieder blöd gelaufen. Wir können ihn nicht beide entfernen, ohne dass der andere es mitbekommt, oder? Dran vorbeischleichen und da innen ist dann Raum. Hier ist kein Raum. Und hier ist echt kein Raum für Ärger. Also wir müssten das eigentlich so machen. Ihn so ganz knapp, von mir aus auch so, so nicht. Also ihn so ganz knapp und dann ihn. Aber das passt jetzt wieder nicht. Müssen wir dann so machen. Also erst ihn ausschalten. Und dann ihn und dann hinlegen. In der Hoffnung, keiner hat uns gesehen, also keiner von den Dicken. Sieht auf der Karte aber ein bisschen anders aus. Aber vielleicht können wir hier mit den Gewehren was werden. Kommen doch bestimmt hier hoch, oder? Ja, das klingt metallisch. Frage ist nur, wo? Da hinten ist, glaube ich, keine Treppe. Dann müsste ja eigentlich hier herkommen. Das ist so gemein, hatte ich das schon erwähnt? Ach, wen höre ich denn die ganze Zeit auf dem Ohr? Ach, da unten. Ah. Ja, die können wir leider auch nicht schlafen legen. Die haben aber ein paar Bewegungsprobleme. Also wir können einen ausknipsen, den dicken Typen. Der dürfte uns nicht sehen können eigentlich. Oder wir nehmen erst den da unten.